Der E7 genannte Polizeiwagen des amerikanischen Spezialfahrzeugherstellers Carbon Motors soll die US-Streifenwagen revolutionieren. Auch beim Antrieb gibt es für die V8-Motor gewohnten Sheriffs eine radikale Neuerung. Sie gehen demnächst mit einem BMW Diesel auf Verbrecherjagd. Die Fahrzeuge werden mit unserer fortschrittlichen BMW-Technologie ausgestattet. Und das ist die heutzutage sauberste und fortschrittlichste Dieseltechnik der ganzen Welt. Der E7 wird nicht nur schnell und sicher sein, dank BMW-Motoren soll er auch weniger Sprit als gewohnt verbrauchen und dadurch die Umwelt schonen. Um weniger CW-Wert zu erreichen, verzichtet Carbon Motors auch auf die typischen Lichterbalken auf dem Dach und verbaut LED-Blitzlichter in der Karosserie und der Scheibe. Das bringt eine Ersparnis von knapp 3 Liter auf 100 Kilometer. Die Carbon Motors Corporation hat vom US-Heimatschutzministerium den Auftrag, das welterste bedarfsorientierte Polizeiauto zu entwickeln, zu produzieren, es zu vertreiben und auch zu recyceln. Der E7 soll von 2012 an ausgeliefert werden. 240.000 Reihen Sechszylinder-Dieselmotoren inklusive Kühlungs- und Abgassystem sowie Automatikgetriebe. So viel hat BMW in der gesamten Firmengeschichte noch nie an einen anderen Autohersteller geliefert.